Shalom, liebe, liebe Leute. Nun, ich hatte so viel zu tun über das Wochenende. Ich habe euch meine Vision gezeigt, doch sie lassen keine Ruhe. 300, die 300 oben, die 300 kommt auch aus der Bibel. Sie zeigen immer dasselbe, nicht wahr? Überraschender Tod. Tja, darauf gehe ich später ein. Wir müssen für alle beten. Shell, natürlich die Muschel, freimaurerisches Fruchtbarkeitssymbol. Siriusum, schwarz, rot, blau, rot. Man sieht überall immer dasselbe. Lady in Red, Hells Angels, die schwarze Urgevater, Todgevater Zeit mit Dom. Glastonbury means, NWO, via Gematria. Liebe Freunde, Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus hieß ursprünglich Destiny Hope. Das war wohl zu positiv, wie man weltlich sagt. Sie heißt Miley Cyrus, ja, MC, Madonna Ciccone, Mariah Carey. Die Frauen oben sind immer MCs, Master of Ceremonies, Meisterin der okkulten Zeremonien, nicht wahr? Sie hat dieses Chanel-Logo, wie bei der Wrestling-Liga Ring of Honor, diese Cs, nicht wahr? CC, C dritte Buchstabe im Alphabet, 33. Grad der Freimaurerei. Und natürlich Diamond Programming, was ist das? Überall das Goldene, jetzt im Sommer, was für ein Zufall. AEW Wrestling, Wrestler Golden Boy, Kylie Minogue Album Golden, hier das Goldene, Sonnenkult, wie im Vatikan, nicht wahr, liebe Leute? Und via Insta-Story, via Video auf Instagram zeigte sie wohl, wie ich meine, ein pornografisches Video vor der Show. Ja, wir sehen sie auch hier in dieser Pose. Dann sehen wir sie so. Sie holt später ihre Mutter und ihren Vater auf die Bühne. Ihre gesamte Familie war anwesend, wie ich meine. Das sind eure Vorbilder. Wer post so? Was ist da los? Absolut pervers und absolut satanisch oder nicht? Kylie Minogue, KM, MK, Ultra, liebe Freunde, das sind die Spielfiguren der Pyramidenspitze des Systems. Sie trat als Teufelin auf mit Pentagramm, sie trat als Aphrodite auf. Kylie Minogue, liebe Leute, wie im Himmel so auf Erdenpose oder nicht, Kabbala mit allem unterdrücken, was man hat, die Lady in Red. Und was ist das hier? Ist das Julia Beauty X? Ist das Julia Botex? Ist das Julia Bautex oder wie auch immer? 1999 ist das wahr, 999 herumgedreht, wie Satanisten gerne tun, 666, es geht nicht deutlicher oder nicht, noch Fragen, es ist eine Agenda oder nicht, wir haben hier Gott, hier und da, Ronald Reagan, wir kennen ja jetzt die Szene aus LOL, wie ich es weltweit exklusiv zeigen durfte, der Film LOL mit Miley Cyrus, ja, ein kleines Kind wird gefragt, welcher Präsident nach JC, nach Jimmy Carter kam und das kleine Kind sagt nicht Ronald Reagan, sondern Ronald McDonald. Und ihr kleiner Bruder sagt, you're so stupid. Und das heißt auch Jimmy Carter via Gematria. Wir sehen also, irgendwann kam der Präsident Donald Trump. Egal, liebe Leute, machen wir weiter. Es ist alles da. Gematria 88 Sirius, Drachenfliege. Naja, hier die Himmelssymbolik. Die Blumen, heidne Schöpfung, nicht Schöpfer verehren, liebe Leute. Schwarz-Gelb, Bienensymbolik, freimaurerisch, Volk der Bienensymbolik. Da fragen manche wohl leider typisch blonde MK-Ultra-Opfer, was sage ich? Der Heilige Geist ist real, folgt der Wahrheit, die Jesus Christus ist. Wir brauchen die Bibel, die NWO ist da, traurig aber wahr, leider, leider, liebe Leute, denn bei Besessenheit blüht eine neue Persönlichkeit auf wie eine Blume, Einaugensymbolik, blau-rot, Teddybär ist auch im Zusammenhang mit MK-Ultra aufgetreten, liebe Leute, Altarsymbolik, was ist da los, ja, wie im Himmel so auf Erden, dazu passend blau-rot, von vorne, von hinten zu sehen, was ist da los, das Einauge, gelb, Sonne, hier wie in Stephen Kings S, ja, ich über ich S, all das satanische Zeug, nicht wahr? Logen, Mann, Rudolf Steiner mit dem Ich in den Sternen, wir wissen, was mit Verführung, mit Verführern von Kleinen passiert, nicht wahr? Kokser, Sigmund Freud, die Geisteswissenschaften sind die Weisheit der Welt ist nichts vor Gott, wenn ihr damit zu tun habt, unbedingt umkehren,
allgemein. Der See aus Feuer wurde angekündigt. Verführt nicht, liebe Leute. Bleibt bei der Weisheit Gottes. Tja, der See aus Feuer kommt. Wir haben den Sirius-Hund. Wir haben Schwarz und Weiß. Wieder dieses Vieh, wie bei Mariah Carey, Paris Hilton, Annemarie Carpendale alleine in den letzten Tagen, oder nicht? Es ist Sonnensymbolik. Blau und Rot, ein Auge, Schwarz, Weiß und wieder das Riesenrad. Ich kam ungefähr zusammen mit dem Antichristen Xavier auf das Thema Seattle, wo ja auch das Rad steht, ja, dass später im Jahr was passieren könnte, haben wir uns so gedacht. Ich denke es wohl durch den Heiligen Geist. Meidet einfach große Plätze und Events. Meidet große Plätze und Events. Und natürlich, Xavier lehnt alles ab. Die Worte Christi, redet schlecht über Paulus, wie es in der Bibel angekündigt wurde. Er lehnt die Bibel ab, verlässt sich auf Legenden, und so wurde ihm wohl das Thema aus der Hand genommen. Liebe Leute, ich bekam es. Alle Ehre gebührt Gott. Und Gott kann alles, ihm gebührt wirklich alle Ehre. Und wir sehen ja, bei Xavier kommen die Heiden raus, die Leute gegen Gott. Und da sollte man sich fragen, was da los ist. Liebe Leute, ja, es ist das Vierte Reich nach 84. 1984 ist vorbei, das Fünfte Reich nach Daniel. Jennifer Weist hat wieder Klasse bewiesen, nicht wahr? Was ist da los? Lila Mischfarbe aus Blau und Rot. Das ist die Farbe ihres einzigen Kleidungsstücks. Soll das Altarsymbolik sein? Häschen, Pose, was ist da los? Bunny Programming, Lepus, der Hase im Weltall, neben dem Stern Sirius, dem wichtigsten Stern der Freimaurer, der Stern der Göttin, ihrer Göttin Ishtar, griechischer Dutt, die Zigarette, das sind eure Vorbilder, und das Sodomie-Symbol, Herzsymbol, weltweit exklusiv mit dieser Pose. Noch Fragen? Es ist wie in der satanischen Twilight Zone, Fünftes Reich nach Daniel, nicht wahr, meine lieben Leute? Hier der Spiegel, nun nicht zum gefühlt milliardensten Mal mit Christus, sondern mit Schlange. Volk der Bienenkönigin, Sirius, Hund, Dreifaltigkeit, Himmel, ein Auge, das Schiff, neben Sirius im Weltall, Pyramide, Anzeichen des 33. Grades, Pyramide und ein Auge, mehr Pyramiden und Hunde, schwarze Autos, ja, wie Nipsey Hussle es immer vorzeigte, ich kündigte ja seinen Tod an, oder nicht? Jakobsleiter, Orange, Farbe der Sodomie, Sonnenkultsymbolik, Sonne und Sirius und Panda, verbunden mit MK Ultra, Handzeichen des 33. Grades, Einaugensymbolik auf dem Dämon rechts auf dem Shirt, freimaurerischer Brillengriff, die Pyramiden, 666, immer eine Meinung und ein Thema, blau, rot, gefallene Engel, ein Auge, du, wie bei Julia Beauty X, nicht wahr, immer nur du, hier du, alle immer eine Symbolik, man erkennt sie an ihren Früchten, Fisch, geht das gegen wahre Kirche, wir wissen, wir geben uns keine Symbole, nicht würdige Menschen geben sich laut Bibelsymbole, aber was ist das? Wie im Himmel so auf Erden, was für ein Zufall, dreifaltige Göttin, Cheetah, Print, Kätzchen, Programmierung, USA, Propaganda überall oder nicht, und auch hier wieder der Eiffelturm, meidet große Plätze und Events, aber meine Nummer 14, die 14. Sache, die manche als angekündigt sehen, ist schon da, nicht wahr? Hier, was für ein Zufall, wir haben im Hintergrund Speaker, der Stern von Bethlehem, liebe Leute, ja, unter der Jungfrau im Weltall, und hier 88 Sirius-Kult, für Sirius, den Stern der Göttin Ishtar, hier ist Madonna mit 88 Symbolik, liebe Leute, ja, Sonne und Mond ziehen über die Erde in 8-Form, 88, ja, kodiert auch für Sirius-Kult, check Madonnas Frozen, da habt ihr Sirius, einen Hund, und sie, Madonna, liebe Leute, und natürlich Sonnensymbolik, ist das die schwarze Sonne rechts, blau und rot, ein geklautes Symbol, Regenbogen links, ja, auf ihrem Rock oder was das sein soll, und schwarz-gelb, freimaurerische Bienensymbolik. Noch Fragen? Wer post so und das vor Kindern? Gott hier und da, Mary Poppins, Maria, Via Gematria, tja, Lisa Martinik starb, traurig, wir müssen beten. Es macht mich traurig, wir sehen einige Dinge bei ihr, die Blumen, was sehen wir? Es ist nicht so auffällig, liebe Leute, aber wir sehen hier natürlich auch, wer lebt, dem wachsen Flügel, liebe Leute,
Was haben wir da noch? Rosa, Rot, was ist das? Hure Babylons oder was auch immer. Hochzeiten, junges Licht. Nun ja, liebe Leute, hier geht's mit Madonna weiter. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Es gibt natürlich keine Dreifaltigkeit in der Bibel, liebe Leute. Der Familienname hier führt zu England. Naja, White. Der Name weit, was bedeutet das? Nun ja, es geht weiter mit Madonna hier, Kind der Trinität, das ergibt ja auch der Name der Wrestlerin Nia Jax. 11. November, so viele Daten über Madonnas Instagram, was ist da los? Androgyn, ja, Baphomet, und wir haben diese Transgender-Leute bei ihr auf dem Profil, liebe Leute, natürlich geführt von Jesus, Puraon oder was, die Himmelskönigin, die weiße, dreifaltige Mondgöttin, überall, wie im Himmel, so auf Erden, Regenbogen, rote Autos, schwarz-rot, weltweit exklusiv, hier Hippies, ja, New Age ist sogar laut Anton LaVey satanisch, recherchiert, ich berichtete, das hier so vor kleinen Kindern, Mondsymbolik, Pyramide, ja, ja, kurze Erinnerung, ich habe kein Zeit für persönliche Attacken und abusive Content, ja, wer misshandelt hier wen? Sie kommt aus der WWE, liebe Leute, Dämonensekten für Kinder, wie könnte man das nennen? Persönliche Attacken, sie attackiert doch immer ihre Kolleginnen via Twitter oder nicht, aber wir Christen, die da Bibelverse zeigen wollen, sind die Bösen, das ist die Toilette des Internets, wenn man im Blut badet und auf Luzi verschwört wie Lady Gaga und ihr Name lautet via Gematria MK Ultra. Die Cousine von Madonna ist das Gold, nicht wahr? Mehr Dämonisches aus der WWE, hier die Rituale, liebe Leute, auf Arte oder nicht, unser Kosmos, der Mensch überschätzt, Drogen und so weiter, der Wal, ja, repräsentiert den Gott der Lust, Asmodeus, hier geht es weiter, das hat Klasse, nicht wahr, wer post so, Gutes, Böse, Böses, Gut, sie meinen noch Gott einen Gefallen zu tun, Saturnkult, Hut, Marihuana und so weiter, Phallus-Symbol, Baphomet oder was, liebe Leute, was ist mit den Pupillenlos, wie im Himmel so auf Erden, schwarz-weiß, schwarz-rot, meine Konuta El Diablo Teufel zu einer Handgeste, sie sehen das Licht, Christi nicht wahr, die Sonnenbrille, was ist das, Baphomet auf dem Oberteil oder was hier, die Schlangensymbolik, die 666 bei ihrem Vater oder wer das ist, hier Saturnkult, Hut oder was, dann sehen wir hier diese Dinge vor ihrem Vater, keinen interessiert, sie mit Pyramiden-Tattoos und allem, Kylie Minogue, hier Lady in Red oder was, Kätzchen Programmierung, drei Engel für Charlie, dreifaltige weiße Mondgöttin ist zurück, nicht wahr? Sonnensymbolik und hier weiß Mond, liebe Leute, jemand ist vermisst, was ist da los? Wir müssen beten, liebe Leute, hab genug, enough of that, garbage und es geht hier weiter. Ist das total asozial, oh Mann, Ariana Grande, Miley Cyrus und Lana Del Rey kommen mit einem Song vorbei, Ariana Grande, Miley Cyrus, alles gesagt, Lana Del Rey einst mit ihrem Saturn-Bild auf Instagram, ich berichtete, weltweit exklusiv, ach was für ein Zufall, rotes Auto, liebe Leute, Bunny Programming, der schmale Weg, Sodomie, wie Crowley das dritte Auge erweckte, der Churchill-Berater und Hitler-Fan, hier ein riesiges Streifen, ein Tesafilm ist jetzt hier die Bekleidung in diesen Zeiten ohne Moral und Erziehung oder nicht ein Maulkorb, Hannibal Lecter und hier sowas, liebe Leute, trifft auf Barbie oder was, das ist erst der Anfang, liebe Leute, was passiert denn später, sie ist immer im Maulkorb zu sehen und trägt gar nichts mehr oder wie, es ist traurig, ein Auge, hier die Hände überkreuzt oder nicht und die Beine, Double Crossing, Englisch betrügen, wie im Himmel so auf Erden, weiße Göttin, Ritual, schwarz und rot, Pyramide, das ist die Zukunft, noch Fragen, die Apokalypse kommt, Puraon, pure Blasphemie, überall oder nicht, sehr suspekt, enorm auffällig, meine lieben Freunde, der Himmel, weiß und schwarz, weiße Göttin, Berg und Wälder, so wichtig vor Kultisten wie Crowley, liebe Leute, und natürlich haben wir dann auch noch hier die Wüste, in der Christus verführt werden sollte, die Dreifaltigkeit, geht das hier gegen Christus, hier das Tattoo, Schwert und Messer, Einaugensymbolik und Pentagramm oder was, der Regenbogen, die Altarsymbolik, schwarz und weiß, meine lieben Freunde, ein Auge.
Auge, was ist da los? Der angebliche Christ, AJ Styles, man Knute, El Diablo, Teufel zu einer Amtgeste, die Türme vom Babylon oder was? Christus, Pose, Totenkult, jesuitischer Totenkult, Skull and Bones, natürlich hier der Regenbogen, nothing's better than love, am to know people aren't accepting of you. Ja, natürlich, ohne die Neugeburt gibt es keine Akzeptanz oder was, meine lieben Freunde, hier das Kreuz, purer Hohn oder was, der schmale Weg und hier Glastonbury, es ist eine Pyramide mit allsehendem Auge, Pyramide in lila, Mischfarbe aus Blau und Rot, sogar als Logo und da kommen die Freunde der Welt zusammen oder nicht, liebe Leute, wer ist noch auf dem schmalen Weg, der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes, was ist da los, MK Ultra, natürlich, es ist absolut satanisch oder nicht, liebe Freunde, es geht nicht deutlicher, Männer in Kleider, die Tauben, liebe Leute, oder was auch immer das sein soll, hier die Vögel, meine lieben Freunde, satanische Tiersymbolik oder was, wir haben das Schachbrett und auch hier wie bei Madonna, Kyle Minogue, Witwen-Symbolik und nun verschwinden und sterben die Leute, es gibt nicht MK Ultra Flower Power, nicht wahr, hier, liebe Leute, hier Lenny Kravitz, Reiter der Apokalypse oder was, Saturnkult, Hut, Freimaurerzylinder, das sind ihre Eltern, Christuspose, die Wüste, liebe Leute, Umbrella wie bei Rihanna, die zugibt, eine Teufelsanbeterin zu sein, wir kennen sie aus GOT, nicht wahr, pures Heidentum, Prinzessin der Illuminati, auch hier Umbrella, Reiter der Apokalypse, weißes Pferd, ein Auge, liebe Leute, und dann hier Spy in the House of NYC, Madonna, 4. Juli, noch Fragen, Weltkrieg, was ist da los, das hier, die Transgender-Leute, und dann lesen wir was von Androgyn, wieder die Schreibmaschine, ja, repräsentiert den Mond wie ein Shining oder was, Karma und so weiter, hier der Deutsche, ihm wird Tribut gezollt, liebe Leute, schwarz-weiß und Nomi heißt hier Dämon, Androgyn, genau, und all das, liebe Leute, aha, delightful, hier die Pyramide, Unterdrückung, Rockefeller, Feminismus, Dualität, Blau und Rot, nicht wahr, Herzsymbol, Sodomie-Symbolik, das Feuer, der See aus Feuer kommt, Lady in Red, Hure Babylons oder was, der Himmel, die Kuppel, das Ding ist flach, rote Auto, rotes Motorrad, liebe Leute, hier von hinten mit Phallus-Symbol, überall rote Autos, neulich einen roten Hubschrauber auf einem Profil eines Wrestling Kommentators der AEW gesehen, nicht wahr? Und dann hier Hubschrauberabsturz. Das ist leider meine Nummer 14, oder nicht? Ich sprach über Dinge, warnte, weil ich das Schlechte in den Menschen sehe, weil ich vor Unfällen warnen möchte und weil ich denke, dass Dämonen in den Leuten sind. Jetzt passiert es. Hier Reiter der Apokalypse, rot. Wir müssen für alle beten. Blau-rot überall. Ach, Europa, nun auch auf hiphop.de. Und hier sowas, das C, der Sirius-Hund. 666, Hand of Blood, noch Fragen? Bitte abonniert, ja, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit du dir niemand deine Krone nehme, liebe Leute. Gott ist gut, wir dienen ihm so, doch der Lohn kommt, doch wer Strafe fürchtet, der liebt nicht und wer auf eine Belohnung wartet, der wurde nicht aus Gnade gerettet. Es ist alles, wie es ist. Es ist kein Spaß, die Bibel hat immer recht. Petrus zeigte es, dass es nicht nur irgendwelche Geschichten sind, sondern Christus real ist. Aber man muss wirklich nur die Bibel lesen und man erkennt, was los ist. Die Kirchen, die Logen, überall geht alles immer nur gegen die Bibel, wie angekündigt. Doch Schleier, Irrwahn und Blindheit toben. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Gott ist Liebe und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. So harren wir aus. So Halleluja. Und die Menschen wissen nicht einmal, was Liebe ist. Sie haben die faule Liebe. Halleluja. Was sage ich? Abba, Vater, Maranatha, der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen. Gott testet diejenigen, die er liebt. Zerschlagt euer Fleisch, wie Paulus es tat. Das ist die Liebe. Meine lieben Freunde, ihr erkennt die Herrlichkeit. Sie wollen uns ermorden, doch wir harren aus, denn wir lieben die Wahrheit und wollen
ansonsten gibt es wohl schneller mal den Irrwahn. Alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir brauchen den Glauben. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Ansonsten gibt es keine Hoffnung, liebe Leute. Und wir sind die Ehre, so wird es gesagt, nicht wahr, von Paulus. Er ist unsere, liebe Leute. Und wir kommen alle von Gott. Wir haben nur einen Geist, ja, nicht one love, one so und so, eine Taufe, ein Geist. Kate back in sale, zurück im Verkauf. Hier so Kätzchenprogrammierung oder was? Ach, was für ein Zufall. Hier Sonnenverehrung 666, der schmale Weg, blau und rot. Nun auch im Club der Einaugen. Christus, Pose, dreifaltige Göttin, weiße Göttin, Reiter der Apokalypse, Berge und Wälder, schwarz, rot, rote Schuhe, wie in Oz, liebe Leute. Was ist da los? So, ich bete für die Obdachlosen, für die Regierenden, für die Vermissten, für alle Menschen, die leiden, für alle von euch, tot oder lebendig, für die Kinder, für die Tiere, liebe Leute, für meine Familie, für die Gemeinde, für Schutz für dieses Video, für alle Menschen. Und so bete ich im heiligen und unbesiegbaren Namen Jesus Christus. Oh Halleluja, oh Halleluja. Bitte abonniert. Vielen, vielen Dank für alles. Shalom.